Diese oberbergische Biene sammelt fleißig Nektar und bringt ihn zu diesen Bienenstöcken hinter der Volksbank Oberberg in Wiehl. Sie wurden von Plan B hier aufgestellt, einem Unternehmen, das die beiden Imker Sebastian Klein und Heiko Neumann gegründet haben. Die Idee dahinter erklärt Ingo Stockhausen, der Vorstandsvorsitzende der Bank. Bienen gehören schon zur Region, gehören zu unserem Leben dazu. Wir sind ja sehr ländlich, kleinstädtisch geprägt. Und das ist im Grunde so ein Win-Win-Modell. Wir haben den ökologischen Aspekt. Wir brauchen Bienen, um unsere Obstwiesen hier zu bestäuben. Und nicht zuletzt gehen wir mit dem geernteten Honig dann nochmal in Kindergärten, in Grundschulen, zur Tafel und können da auch nochmal Gutes tun. Für die Bank ist das Bienenprojekt eines von vielen, das sie im Rahmen ihrer Zukunftsinitiative für Oberberg umsetzt. Neben E-Mobilität oder Naturschutzprojekten für Kinder sind auch die Bienen ein wichtiges Thema für die Volksbank. So engagiert sie sich für mehr Nachhaltigkeit in der Region. Die Bienenstöcke stehen aber nicht nur auf dem Grundstück der Volksbank. Plan B hat 8 weitere in den Gärten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank aufgestellt. Zum Beispiel diesen hier. Die beiden Imker von Plan B besuchen regelmäßig Haus und Garten der Familie Richling, die 50.000 Bienen bei sich aufgenommen hat. Die Imker kontrollieren bei ihren Besuchen den Bienenstock, pflegen die Insekten und ernten den Honig. Mit dieser Arbeit wollen sie zusammen mit der Bank zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Plan B ist entstanden vor 3 Jahren, als Heiko Neumann und ich uns bei der Gründung einer solidarischen Landwirtschaft kennengelernt haben. Und da haben wir überlegt, lässt sich vielleicht das Konzept, dass man Wirtschaft neu denkt, auch auf andere Unternehmensbereiche, zum Beispiel die Imkerei, übertragen. Und wie können wir da Unternehmen finden, die eben im Umweltbereich oder im gesellschaftlichen Bereich sehr nachhaltig wirtschaften? Wie können wir die einbinden und mit denen gemeinsam Unternehmensbienenprojekte starten? Davon hat auch die Familie Richling etwas, die nur gute Erfahrungen mit dem Bienenstock und den Bienen gemacht hat. Also unsere Vorteile sind, dass die Jungs eine ganze Menge lernen. Sie sind sehr interessiert. Immer wenn der Imker zu uns kommt und beim Rechten schaut, dann schauen sie ihm gerne über die Schulter und lernen dann eine ganze Menge, wie das so im Bienenstock abgeht. Und wir haben auch weiterhin den Vorteil, dass die Obstbäume, die wir im Garten stehen haben, seitdem wir die Bienen bei uns beheimatet haben, deutlich mehr Früchte tragen. Die Volksbank Oberberg ist ein guter Partner für das Projekt. Und zwar auch deshalb, weil sie ein sehr großes Gebiet abdeckt. Also die Bienenstöcke in der Breite aufzustellen, ist einfach toll, weil die Biene als drittwichtigstes Nutztier in der Landwirtschaft einen ganz wichtigen und wertvollen Beitrag zur Bestäubung leistet. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn Menschen diese Bienenstöcke überall stehen sehen, wie die Volksbank hat das hier im ganzen Kreis verteilt, dann können wir dadurch Nachhaltigkeit vorleben. Und wir wissen alle bei den klimatischen Bedingungen, wir müssen es verändern, wir müssen uns ökologisch ernähren, aber niemand möchte mehr hören, das musst du jetzt aber tun. Und dieser erhobene Zeigefinger, der nervt. Und durch die Biene können wir das positiv vorleben und können so vielleicht eine Begeisterung für nachhaltiges Leben entwickeln. Und wenn das Ganze dann noch mit einem Glas süßen Honig gekrönt wird, macht das, glaube ich, jedem Spaß.